Hallo und herzlich willkommen zurück bei Infamous Nummer 1, wo wir hoffentlich bald davor sind, das Gebiet hier zu bereinigen. Das wäre schön, also Warren G. Und eine weitere Nebenmission, Polizisten und Diebe. Na, das kann ja heiter werden. Oh weh. Der 14. Bezirk wird von Dustman angegriffen. Gehen Sie hin und helfen Sie. Wenn wir den Bezirk verlieren, ist die Hölle los. Natürlich. Was auch sonst. Der 14. Bezirk. Da laufen die Polizisten. Ach du Heilige, ach du Heilige, ach du Heilige. Na, jetzt laufen wir noch nicht in den Schuss. Nein, 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 nein. Ich hoffe, die bringen überhaupt was, die Dinger. Ah, er ist schon orange. Ja. Ach scheiße, ich habe keine Energie mehr dafür. Dann ziehe ich mir mal eben welche. Leih ich mir mal bei den Stadtwerken. Ich bezahle das aber später. Wo haben die auf einmal diese fetten Golems her? Die hatten sie auch vorher nie. Boah, scheiße. Mist. Ach, der Konduit ist weg. Okay. Hat sich gerade erledigt. Und den Rest kriegen wir jetzt auch noch klein. Auf einmal wirkt der Golem gar nicht mehr so bedrohlich. Also schon, aber... So, das war er und jetzt holen wir uns den Rest. Na, kommen Sie mal. Zack, wieder einsatzbereit. Jetzt müssen wir da irgendwie reinkommen. Ach, das ist ja das Ding wieder eben. So, und das war's. Mission abgeschlossen, Bereich von Feinden befreit. Ich freue mich. Und der Bereich scheint jetzt leer zu sein. 65%, sehr geil. Yeah, Polizeiwache ist auch gerettet. Und die Mission ist leider gesperrt. Das ist natürlich sehr traurig, ist eine böse Mission. Buhuhu. Das war ziemlich knapp. Danke, Cole. Ja, knapp. Pappalapapp. Das ging alles noch. Ach, Alter! Wollen die mich verarschen? Von wo kommen die denn? Da denkt man dann gerade das Gebiet irgendwie gerettet und zack, kommen sie einfach aus der Seitengasse. Ich komme hier nicht runter, jetzt aber. So, ich wollte jetzt den letzten eigentlich noch... Nein! Tut mir leid. Entschuldigung. So, einer muss da noch irgendwo sein, aber ich weiß nicht... Die schießen dauernd auf die Säule und von drin sieht man den auch nicht. Lass doch mal los, bitte. Da ist der festgeklemmt. Also das ist ja jetzt ein bisschen unglücklich. Gut, dass das jetzt während der Mission nicht passiert ist. Den kriegt man auch nicht raus, ne? Nö. Schnell weg! Okay, scheiß drauf, ist nicht unser Problem zum Glück. Da können die sich alle drum kümmern und wir kümmern uns in der Zeit mal... Oh nein, Satellitending. Heißer. Alden in Ketten. Das ist die nächste Hauptmission. Die müssten wir eigentlich angehen. Entschuldigung, muss da mal durch. Ciao. So, der ist auch weg.
einfach schön hier. Hier möchte ich aber auch wohnen. Das ist so ein bisschen ein Kulturzentrum hier. Hier wohnen die schönen Geister dieser Stadt. Einfach traumhaft. Ist auch Beach Location und mit Aussicht auf den Fluss. Hier. So, das war er. Können wir jetzt vielleicht auch wieder zur Tagesordnung übergehen. Ich möchte jetzt gerne Oldenen Ketten sehen, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht gut gehen. Und ich habe auch das Gefühl, das läuft schon wieder auf den Endkampf hinaus. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ich habe das Gefühl, dieser Endkampf wird wahrscheinlich gegen Olden stattfinden, weil, ganz ehrlich, was wollen die Polizisten? Alter, jetzt... Was wollen die Wächter dem Olden denn entgegensetzen? So. Der Olden ist ein Mann der Geisteswissenschaften sozusagen. Den kannst du ja nicht einfach mal so dingfest machen. Mich wundert, dass wir hier noch keine Kanalisationsquests machen mussten. Und dass der Strom trotzdem überall wieder hergestellt wurde. Obwohl der zweitweilig nicht da war. So, nochmal ganz kurz... auftanken und ich habe das Gefühl... Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Bin im Gefängnis, Moyer. Die Dustmen greifen mit allem an, was sie haben. Und das Evakuierungsteam ist noch 20 Meilen entfernt. Schützen Sie Orden mit allen Mitteln. Oh, Scheiße. Na, das kann ja heiter werden. Ist das jetzt hier auf dem Gefängnishof? Ich meine, ich stehe hier rum und halte Maulaffenpfeil. Das hilft ja niemandem. Mit allem, was sie haben, das scheint nicht so viel zu sein. Andererseits führt uns der blaue Pfeil jetzt auch... Lass doch mal los. Jetzt führt uns der blaue... Der grabbelt auch an allem rum. So, hier waren wir ja schon lange nicht mehr. Die Jungs in Blau müssen ein paar von den Knackis in einen sicheren Bereich bringen. Du musst währenddessen diese Mülltüten aufhalten. Was zur Hölle ist ein Knacki? Ein Gefangener halt. Du weißt schon, ein Knastbruder. So quatscht man hier. Oh, übrigens, die Brücke da oben ist voller Saft. Kleines Geschenk von mir. Wow, danke. Aber hallo. Kleines Geschenk von mir? Die war schon vorher voller ein Saft. Angriff! Insassen in Shellblock D bringen! Uh-oh. Ein Zirn vom Leibkohl! Wen denn jetzt genau? Ich sehe da niemanden. Ach so. Nein! Was mache ich denn da? Ich krieg hier ganz schön. Ja, wie soll ich das denn... Das ah, hier. Knapp. Viel zu knapp. Ich glaube, ich muss da gleich wieder hoch. Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Warnung. Ja, jetzt kommen die aber jetzt schon mit mehreren an. Scheiße. Das war nichts. Okay, jetzt weiß ich zumindest, was wir machen müssen. Oh, Mission gefeilert. Halt sie uns vom Leibkohl. So, jetzt, das wird natürlich lustig. So, wir müssen natürlich auch warten, bis die Geschosse einigermaßen nah dran sind. Glaube ich. Ich bin mir gar nicht so sicher. Es riecht schon wieder nach Kohlsuppe. Wie vor einigen Folgen bereits. So, das ist ein Auto. Boah, Alter. Scheiße!
Ja, was meinst du, wie es mir geht, Kollege? So. Alle Knackis sind jetzt im neuen Zellenblock. Das war gute Arbeit, Mann. Oh. Mist. Sieg, verschwinde hier. Lauf! Diese Typen werden dich töten. Hilf lieber den Cops mit auf. Durchbruch in der Hofmauer! Auf die Waffentürme! Huah! Der schöne Elektrozaun. Er war so gut zu mir. Alter, ich sehe da gerade nur rote. Scheiße! Ach. Nein, nicht festklettern, Mann! Geht da noch? Nein. Sehr gut. Nein, ich brauche dringend... Ah, Konduit erledigt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hä? Hallo? Er hängt sich gerade in den Boden rein. Scheiße, Mann. Diese Bildschirme haben den Strom gekappt. Bring die Generatoren auf dem Dach wieder in Gang, bevor Horden aufwacht. Okay, zwei auf einen Schlag. Detail ansehen. Ja, ich kann mir das Detail gerade nicht ansehen. Ich bin zwar ein Schöngeist, aber momentan ist schlecht. Zum Glück sind wir ja schon vorher rumgeklettert. Da kennen wir uns schon ein ganz kleines bisschen aus. Wieso schießen die eigentlich auf mich? Die müssen doch froh sein, dass ich gerade abhaue. So, Generatoren. Okay, okay, okay. Wo ist der denn auf dem Dach? Ach du Scheiße, hier, da auf dem Dach? Wie kam ich denn da nochmal hoch? Das war mit Sicherheit nicht da lang. Okay, wir gehen hier mal die Fenster hoch. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch gemacht. Okay, da kommen wir gar nicht lang.
So, das sind Polizeiwagen. Wo sind die Generatoren und wie sind wir da hingekommen? Wir sind letztes Mal aufs Dach gekommen. Wir sind da, glaube ich, außenrum, ne? Ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, wie wir das gemacht haben. Nein, ich habe keinen Leckt mich am Arsch, der gleitet nicht mehr gerade. Jetzt gleitet er natürlich wieder, natürlich. Scheiße, wie kommen wir denn da hin? Was sind das für rote Punkte auf der... Achso, ja, das hat nichts mit der Mission zu tun. Wie sind wir denn letztes Mal da hingekommen? Scheiße, ich weiß das gar nicht mehr. Wir sind ja so bravourös rumgeklettert eigentlich. Und dann habe ich mir noch gesagt, ah, das war ja super einfach, hätten wir das letzte Mal ja auch so machen können. So, vielleicht einfach mal, wenn wir hier so einen Segelschein machen. Dann gehe ich mal hier rum. Da höre ich schon das Feuer. Fire. So, ich wette, hier müssen wir nachher auch noch hin, dann spielt das Feuer hier eine Rolle. Aber ich glaube, wir sind hier nicht unbedingt richtig. Scheiße. Und da oben kommen wir auch wieder nicht hin. Haben wir den Satelliten hier schon abgehört? Ich glaube ja, ne? Hier sind doch überall Generatoren oben. Da, ich sehe doch, die funktionieren auch. Wie soll man denn jetzt da hinkommen? Oh, da ist noch die Scherbe. Ah. Ich habe Angst. Kommen wir da hinten irgendwie hoch? Da ist der Generator, glaube ich. Und da waren wir ja auch schon mal. Na toll, ich treffe den natürlich von hier aus nicht. Jetzt ist das... Weil bei mir das scheiß Gitter im Weg ist, bei ihm aber nicht. Willst du mich eigentlich verarschen manchmal? Schnell, willst du mich verarschen? Was muss ich überhaupt machen? Hier irgendwas? Hier irgendwas? Da irgendwas? Da sind sie wieder! Wir müssen einen Schutzring um Orden bilden! Noch mehr Müll töten, Mann! Komm schnell wieder runter in den Hof! Ich hasse ihn. Nein, jetzt flieg dahin! Flieg nicht irgendwo hin! Scheiße. Wir kommen doch bestimmt nicht mal hoch, oder? Ha, hu, ha, Gott sei Dank. So, auf dem Dach scheint alles voll zu sein. Und wir sollen ja in den Hof kommen. Ich glaube, wir sind die Mülltüten elegant umgangen. Jetzt lass doch mal los! Jetzt nicht ein nach dem anderen! Katastrophentyp. Komm runter in den Hof. Ach, jetzt ist der andere Hof. Oh, fick dich doch, ey. Das ist doch nicht wahr. Komm runter, komm zurück in den Hof. Oder komm wieder in den Hof. Was hat er gesagt? Warum sagt er dann nicht, komm in den anderen Hof? Mann. Der Sieg ist einfach so nichtsnutz. Seufz. Okay, wie kam er da rum? Wir klettern hier. So. Können wir eigentlich direkt von hier aus machen.
Ist wahrscheinlich auch der ganz falsche Weg, aber ist mir jetzt auch egal. Ja, diesmal haben wir es noch geschafft. Oh, guck mal da. Tanz, kleiner Mann! Natürlich kriegen wir sie da nicht mehr. Oh, 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 der dürfte sich wehtun da unten. Ich frag mich, wie die hier so einfach da nach oben kommen. Ach, seufz. Weißt du was? Ich stell mich jetzt einfach. Guck mal, ich lade mich hier ein bisschen auf. Und stell mich hier ein bisschen abseits. Wir müssen bestimmt da runter in den Hof. Da schauen wir gleich mal nach. Aber werden das leider erst in der nächsten Folge erleben. Ist doch klar. Alter Schwede, ey. Geh nach oben, geh nach unten, geh nach links, geh nach rechts. Das ist eine Schnitzeljagd, ist das. Und der Sieg, der kann gar nicht sagen, wo wir hin müssen. Ja, jetzt geh doch mal nach links. Und dann am anderen Ende der Karte. Naja. Und was der Generator da oben auf dem Dach macht, das frage ich mich auch. So mitten im Gebäude, statt irgendwie unten im Keller, wo der normalerweise ist. Nein, der ist einmal mitten im Gebäude da, wo es abgerissen ist. Zum Glück ist der überhaupt noch da. In Gänze. Und naja, in der nächsten Folge bin ich sehr gespannt, ob wir den Alden irgendwie... Ich weiß gar nicht, was die vorhaben. Die wollen ihn, glaube ich, schon einknasten, ne? Aber in diesem Knast scheint es ja nicht sicher zu sein. Ich habe so die Vermutung, der wird dann wahrscheinlich auch von Kessler befreit. Dann hat Kessler Sascha und Alden. Das heißt, der hat zwei Konduits mit großen Kräften. Und er selber scheint ja auch welche zu haben. Das dürfte interessant werden im letzten Drittel des Spiels. Aber morgen erstmal Alden fangen.